wir sind ja doch Amateure, zwar auf einem sehr hohen Niveau und wir trainieren auch oft, aber wir müssen uns Woche für Woche gegen Vollprofis messen. Die Jungs haben teilweise Fotos von mir gesehen, dann auch in der Öffentlichkeit und konnten nicht glauben, dass ich das bin. Ich möchte da schon hervorheben, dass sich meine Ethik zum Training ganz komplett verändert hat, meine Sichtweise, weil ich gemerkt habe, wie sehr sich der Körper verändern kann. Weil man denkt immer, akut habe ich nichts, warum soll ich was tun? Und ich glaube, das hat man die ganze Zeit unterschätzt. Und ich glaube, gerade durch eure App mit den Mobility-Übungen und auch Kraftübungen, dass man sehr viel vorbeugen kann. Vor allem in der Regionalliga, wo es wirklich schnell gehen muss, muss halt der athletische Aspekt auch ganz eine hohe Rolle spielen, damit der Spieler dann auch das umsetzen kann. Wenn man den Prozess so schaut, der Spieler muss Situationen wahrnehmen, eine gute Entscheidung treffen und auch gut umsetzen. Das ist neben dem technischen Faktor ist die Athletik da essentiell. Ich denke, dass wir sehr gut da stehen. Ja, wir müssen natürlich immer wieder die Fitness oder die Athletik, das Training an unsere Spielweise anpassen. Ja, spielst du ein hohes Pressing, spielst du schnell nach vorne, schnell vertikal nach vorne, aus der vertikalen Position spielst du, wie wir es haben. Und dementsprechend müssen wir die Spieler halt langfristig auch auf dem Weg begleiten. Und natürlich ist der Monitoring ein wichtiger Faktor. P42 ist da ein entscheidender Partner, ja, wo jeder Spieler sich selber dann auch nochmal optimieren kann. Nicht nur im Training, sondern auch zu Hause. Und dann bietet sich über eine Woche oder einen Wochenverlauf ein gewisses Bild auf jeden Spieler. Am Anfang muss ich ehrlich zugeben, habe ich mir gedacht, ja, wird heuer wieder Kampf, sag ich jetzt mal, um den Klassenhalt, ganz klar. Ja, das ist halt einmal heuer mit der 20er Liga, ist halt eine Mammutaufgabe, dass du die Liga hältst. Ja, es gibt da doch viele Absteiger bzw. Relegationsplätze. Aber dass dann so gut läuft, ich habe mir schon gedacht, okay, mit der jungen Mannschaft kann man was aufbauen, kann man was Neues starten. Aber dass so gut läuft, natürlich war das jetzt nicht zu erwarten, aber da ist ein riesen Anteil, sind die Jungs halt selber, die da wirklich wissbegierig sind, die neue Sachen sehr gern aufnehmen, neues Wissen wollen und auch brutal ehrgeizig sind.